So, hallo, Servus, willkommen zurück im LS19. Ich habe es euch ja gesagt, die zweite Folge für den Karfreitag heute. Eigentlich ist es gar kein Karfreitag, sondern ein Traktorfreitag, weil Cars haben wir hier gar nicht. Und jo, ich habe jetzt halt gepennt, ober 6 Uhr, ihr seht's. Hat vorher natürlich alles eingeräumt und so weiter, wie versprochen. Jetzt habe ich gesehen, Feld 16 und 21, glaube ich, hat Unkraut gemeldet. Ich hoffe nur, dass es noch nicht so weit vorangeschritten ist, dass wir, wie soll ich sagen, dass wir mit dem Striegel nichts mehr anfangen können. Ja? Und was ich auch gerade denke, wir haben drei so schöne Traktoren, die alle schlecht aussehen mit dünnen Reifen. Warum nicht einfach hingehen und einen, wir haben oben 300.000 Euro, einen kleinen, ja, was heißt kleinen, relativ kleinen Traktor noch kaufen für so Arbeiten wie Striegeln und Striegeln. Weil für die zwei Dinge brauchen wir auch einen Oschi-Traktor. Ja, aber zum Striegeln wäre ja cool. Ich habe echt keinen Bock, den immer umzukonfigurieren. Sieht erstens jetzt kacke aus. Und jedenfalls kostet immer Zeit. Mal gucken, was es so gibt, oder? Seid ihr mit mir? Kompakt, was gibt es da? Kompakte, kompakte. Der Dreier ist mir zu kompakt tatsächlich. Den habe ich auch woanders schon. Hier ist der Fünfer. Hier ist ein. Ja, nein. Also ein 500er Fendt, den gibt's nicht. Doch, da ist er. 500 Vario S4. Den würde ich nehmen. Tatsächlich. Ich würde ihn wahrscheinlich. Ja, wie soll ich das sagen jetzt? Ich weiß es nicht. So nehmen wie er ist und im Hof umbaue. Und er soll mir mit dünner Reife auf der Hof fahren. Aber das ist schon 513. Ich hatte, oder wir hatten in der Firma Power Plus, Profi, Profi Plus, genau, Profi Plus. Und wir hatten in der Firma zwei Rundumleuchten und Warnschilder. Das machen wir auch. Das ist ganz so teuer. Grundlader, klar. Wir hatten in der Firma einen 516 Vario Plus. Genau. 190 PS? Nee. Den hatten wir nicht. Wir hatten den. Genau. Wir hatten den. Das langt auch. Ja, das reicht dicke. Was kostet denn der mehr? Na gut. Ne? Haben ist besser als brauchen. Verflixt nochmal. Ja, der gefällt mir ganz gut. Den haben wir in der Firma auch gerade. 516, den haben wir mal ausgeliehen, um mit unserem Ausleger zu spielen. Da kriegt das noch ein ganz schnuggeliges Frontgewicht. Natürlich von dem Hersteller. Entweder Akku oder Fendt. Mal gucken, was da Schönes gibt. Das ist zu schwer. Das ist doch ganz süß. 750 Kilo von Fendt. Das hätte ich gerne. In. Ja, komm, mach's doch Fendt, Nature Green, Mensch. Was kostet die Welt? Zurück, zurück, zurück. So, und schon haben wir einen Striegelträger. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Juhu! Da ist er. Ach so, ja, der Händler ist jetzt woanders. Ich bin immer noch bei der Version 1.6. Bei der war ja der Händler auf der anderen Seite der Karte. Oh, jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, ob man hier die dünne Reife drauf machen kann. Aber müsste eigentlich, ne? Wenn es um 7er schon geht, müsste um 5er erst recht gehen. Ist der innen so? Ja, die Haube sieht ein bisschen pixelig aus. Gaspedal funktioniert, der Variohebel nicht animiert. Alle. Kann ich mit leben. So, ich fahre sowieso allermeistens Außenansicht, weil ich da einfach besser sehe, wo ich mit der Maschine im Moment rumtische. So, Licht wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Menschenskinder. Ja, was mir aufgefallen ist, seitdem die Tagfahrerlichter gibt, beziehungsweise das, es gibt ja auch die Autoschaltung, ja, die Automatikschaltung am Lenkhebel, am Lichthebel mittlerweile. Ja, da sind halt manche Leute so drauf, die haben dann ihr Automatiklicht, das heißt, die fahren bei Dämmerung noch mit dem Tagfahrlicht durch die Gegend, oder wenn es nebelig ist, dann ist es nicht dunkel genug, dass das richtige Licht anspringt. Da fahren die mit dem Tagfahrlicht durch den Nebel
und denken sich jetzt Licht auf. Es ist also mal kriminell. Das darf man nicht tun. So, ich muss zur Werkstatt. Ich brauche die schmale Reifschale. Die Werkstatt, war die noch da hinten? Bei der neuen Version? Ich hoffe es sehr. Ja. Dort hinten blinkt was. Das Lager bin ich auch mal gespannt, ob das funktioniert, Leute. Weil es sieht echt aus wie die Halle vom Sibershusum. Ohne Witz. Ja, 17er Sibershusum. Der nachgebaute Hof, ja, vom Stefan. Das ist Real Life. Es wurde nachgebaut. Und ja, irgendwie kann ich hier. Ah, okay. Irgendwie sieht das Lager so aus wie die Halle vom Stefan. Bitte schmale, bitte, bitte, danke. Uiuiui. Nochmal 500 Öcke. Könnte gerade verrückt werden hier. Schön breit Spur, hä? Sie fällt nach außen gezogen. Ja, so sieht's aus. Macht nix. Sieht das kacke aus, Leute. Aber glaube ich nicht so schlimm, weil die Spur breit ist. Sieht glaube ich nicht ganz so schlimm aus wie beim 7er. Ne? Beim 7er sieht es so aus, als ob sie was vergessen hätten. Ah, das ist ein. Also ich, wie gesagt, ich bin hier schon gefahren, der ist absolut genial. Natürlich kannst du hier keine Tonnen von Lasten ziehen. Aber für unsere Arbeiten war der echt klasse. Genau richtig. Hier die Halle, ne? Du könntest ja mal in die Kommentare schreiben. Das ist doch im Sieber seine Halle, sein Unterstand. Wo auch seine Getreidetrocknung drin ist, oder nicht? Oder bin ich Stehbord? Aber das glaube ich nicht, dass ich Stehbord bin. Hat das Ding eigentlich auch irgendwie IC oder sowas? Ich glaube nicht, X. Oder mit der Maus irgendwas? Nee. Nee. Nein! Alles Standarde! War das überhaupt ein Mutt? Ich weiß gar nicht, ob das ein Mutt war. So, jetzt heißt es Daumen drücken, dass das Wachstum noch nicht so weit vorangeschritten ist, dass wir mit dem Striegel nichts mehr anfangen können. Da kriege ich Black. Da kriege ich voll rüber Black hier heute. Ja. Das ist halt der, ja gut, Nachteil, weiß nicht. Wenn man mit dem Düngerstreuer arbeiten würde, müsste man auch gewisse Wachstumsstufen einhalten. Allerdings muss man nicht unbedingt bei der ersten Wachstumsstufe schon drüber fahren. Das ist halt hier mit dem Striegel, wenn man ein bisschen auf Bio machen möchte, ja, ist das halt die Gefahr. Und deswegen kann ich jetzt an der Zeit nicht vorspulen und dann können wir auch logischerweise nichts anderes machen. Hier, die Sojabohnen hat man Gott sei Dank schon gemacht, aber ich befürchte, dass die anderen hier hinten schon so weit gewachsen sind, dass der Striegel nichts mehr bringt. Das fände ich kacke, ne? Ich glaube, es ist wirklich zu hoch schon. Wir testen es einfach. Ich hoffe, es funktioniert noch. Ich kann es nicht erkennen. Könnt ihr was erkennen? Ob irgendetwas passiert? Oder war hier noch gar kein Unkraut? Das kannst du nicht auch haben, ne? Bei mir ist alles möglich. Ist eh noch gar keins, oder? Ei, verbipsch. Doch? Oh, und es funktioniert sogar. Machen wir gleich weiter. Sehr schön. Supi. Oder langweilt ich euch damit, ne? Da können wir auch auf Hammer schalten. Mal gucken, was wir noch so anfangen müssen, machen, tun, sollten. Ja, der wird auch demnächst in ein etwas größeres Modell oder ein anderes Modell halt eben umgewechselt. Mal schauen. So. Das nächste, was ansteht, wäre eigentlich dreschen. Und das heißt dann auch logischerweise abfahren. Können wir eigentlich mit dem Deutz machen? Weil der Steier von der Power dann eher doch fürs Krubbeln und sowas. Oder fürs Einsehen. Pff, ja, ist eigentlich wirklich gut. Der Deutz hat auch genug Leistung.
So. Ja, Fernbedienung wäre ganz geil, ne? Aber statt es geht nicht. Nein, geht nicht. Aussteigen. Da auch schon der Bursche, oder? Kann man nicht mehr gerne. Ich finde ihn auch nicht schlecht. No, schon haben wir einen Abfahrer. Abgefahren. Der kann hier mal kurz stehen bleiben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das noch schaffen. Gerade mal schauen, wie weit denn unser 17er Feld schon erntereif ist. Ist erntereif. Ist kein Unkraut, ist zweifach gedüngt. Ist cool. Auf. Dann fahren wir unseren Drescher dorthin. Eieiei, wie das Tor aufmachen, mein Gucki. Hier. Diese Tore sind etwas leiser gestaltet. Die machen nicht ganz am Krach. Dicke Sauerländer. Alles senkrecht. Ich weiß nicht, wer du bist, aber das Bild ist ganz nett. Und hier, Grüße von hier. Entworfen und gebaut für X Nilox. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, schöne Grüße von hier. Ebenfalls. So. Wir brauchen das normale Schneidwerk mit dem verflixten Schneidwerkswagen. Ich habe überall auf jeder Karte, könnte ich kotzen. Wenn du kein Geld hast für eine richtige Dresche, dann musst du dann hier die Schneidwerkswaage nehmen. Ja, Entschuldigung, ja, aber das ist halt ein bisschen so meine Meinung dazu. Es gibt halt nur das kleinste Schneidwerk mit integriertem Wagen, ist halt vom Rosselmech. Das hat 9 Meter und den Drescher, den habe ich auf der Südhemmen. Und es reicht dann tatsächlich, ne? Logischerweise hätte ich dann viel lieber den 8T oder den 9T oder den Mr. T. Aber das dauert noch. Das Ding kostet nur Schlappe mit Schneidwerk, locker flockig 540.000 Euro. Und da fehlen ein paar Cent, fehlen dann doch. Aber die kriegen wir auch noch. Wir haben Luft, wir haben Zeit. Ja, leider seit gestern Mittag die obere Klantal zuerst einmal auf Eis gelegt. War die 100. Folge. In der Playlist steht allerdings nur 97 drin. Warum weiß ich nicht. Warum habe ich. Ich gehe davon aus, ich habe ein, zwei Folgen einfach verpennt reinzusetzen. Aber es sind tatsächlich 100 Folgen erschienen. Und ich hatte es schon mal erwähnt. Deswegen ist die obere Klantal jetzt erst einmal ja, auf Eis gelegt. Aber der gute Werner von den Bernie Gamers spielt die auch. Und die Fans von der Karte können dann beim Werner reinschauen. Macht man eigentlich so eine Werbung? Ich weiß es nicht. Ich finde die Bernie Gamers gut und auch den Werner gut und da kann man sowas ruhig machen. So, also Feld 17. Achtung, jetzt habe ich hier einen Drescherkurs mit Sicherheit, der oben links anfängt anstatt unten rechts. Oder habe ich noch gar keinen? Das kann ich auch haben, oder? F17 striegeln und Bingo. Da haben wir noch gar nichts. Da ist noch nichts. Da können wir uns was Neues einfallen lassen. 17. Nochmals danke für den an den Andy Fitz. Der hat mir geschrieben, dass man hier diese Karte auch beizoomen kann, weil ich immer gesagt habe, das ist ein bisschen klein. Gell? Wenn ich nämlich jetzt hier hingehe, mache das weich, ich mache es aber scharf und mache dann hier generiere Feldkurs. Und habe gesagt, oh Gott, wer soll denn die Linien erkennen da unten? Also gut, hat er gesagt, drehst du mal am Rädchen. Ne? Dann wird es groß. Und wenn man das dann so ein bisschen betrachtet, und dann sieht man auch, dass der Kurs eigentlich gut passt. Wir hoffen alle, dass der Mähdrescher hier nicht die Böschung runterballert. Ne? Das haben wir ja schon mal gemerkt. Gut, also zurück. Dieser Kurs ist programmiert worden. Jetzt speichern wir ab. F17, Dreschen, 7,60 Meter. Jo, so nett. Mit dem Jürgen hat nichts zu tun.
7,60 m. So. Und du darfst von mir aus gerne. Ich halte dich nicht mehr auf. Viel Spaß. Ja, komm, mach keinen Fatz. Hättest aber gerade anfangen können, ne? Mit dem kleinen Knick hier. Ja, was willst denn du? Alarm. Danke. Jetzt hat er was stehen gelassen. Ich könnte gerade. Na, also. Gut, funktioniert halbwegs. Wir gehen gerade nochmal zu unserer Neuerwerbung. Der hat es gleich geschafft. Sehr, sehr gut. Der muss dann auch noch auf die 16. Da ist auch noch Unkraut zu bekämpfen. Da fahre ich dann anschließend hin. Und, jo, die Ernte hat angefangen. Unkraut machen wir platt. Läuft. Dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zusauen. Zusauen, oh Gottes Willen. Ich hab Zusauen gesagt. Fürs Zusehen, fürs Zuschauen und der Mischung war es. Ja, okay. Heute am Karfreitag, die zweite Niederbayern ist zu Ende. Wenn ihr Bock habt, später um 2 und um 16 Uhr kommt noch jeweils eine Holzer-Map-Folge und die nächste Niederbayern. Da müsst ihr euch leider etwas gedulden, aber wird wohl am Montag, am Rosenmontag, du bist ein Dollbabbler, am Ostermontag kommen, morgens früh wieder. In der Zwischenzeit, seid euch sicher, kommen noch einige andere und könnt ihr euch alles gerne anschauen. Ja? Daumen nach oben, Abo, egal was ihr wollt, lasst alles hier, was ihr nicht braucht könnt. Dann sehen wir uns später oder am Montag wieder. Macht's gut. Tschüssi. Achso, und für die Leute, die nur die Niederbayern gucken, frohe Ostern. Bis dann. Tschüss.